Was gibt's denn hier alles? Die Schale fängt den größten Teil dessen auf, dass sie durch die Dach tropft. Ich glaube, da bin ich draufgetreten. Mein doofer Bruder hat die ganze Zeit meine Hand gehalten. Ich glaube, der hatte sie noch doller als ich gefürchtet. Ich hatte gar keine Angst im Dunkeln. Ja, hat doch nie. Der Fluss wirft reiche Fänge ab. Und wenn es weiter regnet, schwimmen bald Fische in der Luft. Speere wirft man, Lanzen stößt man. Dreimal bitte. Ich hab's mir tatsächlich gemerkt. Weil Drahle hält ein EP für ihr Grußgerät. Hey, kann ich nochmal? Yeah, wie viel brauche ich? Yeah, okay, das könnte jetzt ein paar Stunden dauern. Ich werde es jetzt erstmal auf, weiß gar nicht, was ist Maximum Level? 50 oder 99 Level? Das könnte jetzt im Moment dauern, also sput schon mal vor. Eine Jagdtrophäe? Diese Nahen ahnen nicht einmal, dass hier das Symbol des verborgenen Gottes prangt. Ein angenagter Käse. Ein umgeworfener Eimer, ja, wahrscheinlich kriegt man Bohne. Hey, ich dachte, mein Kleid wäre ein Einzelstück. Wahrscheinlich kriegt man noch mehr Erfahrungspunkte, wenn man weniger kaputt macht. Wer dieses Dorf angreift, weiß wirklich nicht, wie man Beute macht. Sieh da, segne dieses Haus. Valrada findet einen neuen Brandband. Sie haben einfach ein paar Getreidehalme Angst, aber ganz sicher keine richtigen Gegner. Ach, muss nur fest genug zuschlagen, dann geht das schon. Die Pfannen hängen falsch. Dort verdeckt sich doch gar keine Löcher. Eins, zwei, drei Bögen. Eins, zwei, drei, meins. Sollte hier nicht direkt etwas hängen? In letzter Zeit kommen ständig Dinge weg. Papa sagt, du sollst nicht von den Würsten naschen, Valrada. Sag deinem Vater, er ist ein misstrauischer, geiziger Gästefeind. Ja gut, mach ich. Ja, hier soll was hängen, ja, das ist Zeug geklaut. Ach komm, erzähl mir doch nichts vom Schaf, Baby. Aua, verdammte Hack! Ach, das ist die Hacke! Achso, okay. Passiert mir doch irgendwas? Ich verliere scheinbar Energie. Ja, ich verliere dadurch Energie, also höre ich lieber mal auf damit, bevor ich noch tot bin. So harmlos wie ihr da an der Wand lehnt, käme man gar nicht auf die Idee, er könnte Arbeit bedeuten. Tückisches Biest! Hier wäre noch Platz für einen Heuhaufen. Stimmt. Genial. Schon besser. Valrada hält 50 EP für ihren inneren Einrichtungstalent in ländlichen Belangen. Wäre doch gelacht, wenn sie noch freie Ecken fänden, in denen ein findiger Knecht nicht schon einen Heuhaufen platziert hätte. Es wäre doch gelacht, ja gut. Warum kommt da jetzt nochmal dasselbe hin? Ja, ja, hier soll was hängen. Und da geht's wieder raus. Danke, Valrada. Nun sind die Kinderchen wieder froh. Willst du nicht hineingehen? Die Flamme hüten? Ich warte noch ein Weilchen. Mir ist es etwas peinlich, einfach so hinausgestürmt zu sein. Ups. Alle Leute, versteht man einfach nicht. Ich habe nicht wirklich eine schimpfende Biene mit einem kleinen Schöpf, mein Mädchen, gesehen. Ach, eben nicht. Ach, ich kann doch einfach mal rausgehen. Schön. Sieht nach einer echten Fleißarbeit aus. Gehst du wieder in den Wald, Valrada? Hackst du wieder Holz? Also schon wieder so ein Tag voller Abwechslung. Nicht nur das Riesenmoorwehr, Moor der Stille. Komm her, du Kack-Eichhörnchen. Nimm nicht. Scheiß Eichhörnchen. Oh. Mit ihrem Stab kann sie... soll ich hier überhaupt stehen? Eins soll ein leibhaftiger Riese den Wald durchquert und hier seinen Abdruck hinterlassen haben. Das ist doch eher die Art von Schauergeschichte, die man unartigen Kindern erzählt. Ein Riese, ha! Nur eines ist merkwürdig, die Form ist im Boden dieses Fußabdruck... Die Form im Boden dieser Fußabdruck ist in all den Jahren nicht zugewachsen. Weil da sind zwei Fliegenpilze. Großartig! Ich sammle immer noch Fliegenpilze im Wald. Es muss doch noch was anderes geben. Irgendetwas, was die Natur etwas mehr zum Rütteln gilt. Vergib mir, Safaun. Ich wollte nicht. Grabschaufel? Was treibt diese Biester denn aus dem Boden? Was habe ich denn jetzt schon wieder kaputt gemacht?
Soll ich vielleicht erstmal das Quest erfüllen, bevor hier irgendwie so rumpfusche. Was kann die denn? Die kann bestimmt epische Hexenkunst. Ja, epische Hexenkunst, gar nichts. Was ist Eule? Bewegungslos, es tut sie nichts. Ich sehe schon, ich habe mal wieder episch richtig gespielt. Bei den Göttern, jawoll. Ach, noch einer. Wenn ich da jetzt weggehen will, hier kommst du dann wieder da? Nein, gut, dann machen wir den zweiten hier auch gleich noch platt. Hier, komm her. Den zweiten, ja, die zweiten, meine ich. Also die zwei da halt noch, die Pfeifen da. Ja, wir schlagen daneben. Habe ich überhaupt schon eine Waffe? So mal nebenbei gefragt, oder schlage ich da weg mit der Faust dazu, weil vorhin habe ich hier irgendwie einen Stab gehabt und so. Jetzt schlage ich irgendwie hier so. Egal, wir holen uns mal die Erfahrungspunkte. Ich sollte den vielleicht ausrüsten. Blödsinn. Waffen ausrüsten, so ein Unsinn. Was ist das nur, dass die Grabscholle aus dem Boden zu treiben scheint? Ja, was ist denn das? Blatt? Kann ich das mitnehmen? Nein, Arin, das kann ich mitnehmen. Eine Eichel. Ich bin Millionär, ich habe eine Eichel gefunden. Da war ja nichts. So, mal schauen. Was bist du? Hey, du Troll! Es ist ein heller Tag! Du hast gefälligst, der Steine zu bleiben! So hell ist es gar nicht! Guck doch die Regenwolken an, kleines Menschlein! Und was machst du hier auf unserer Brücke? Das ist jetzt meine Brücke! Und ich lasse niemanden durch, der nicht mein Rätsel löst! So? Und weil ich deine Rätsel falsch bauen würde, frisst du mich dann? Ich bin ein böser Troll! Ich mache etwas viel Schlimmeres! Ich zerdrücke das kleine Küken, das ich in meiner Faust halte! Du hast ja gar nichts. Hab ich doch. Bei Safaun, das arme Ding. Also überleg dir gut, ob du meine Brücke betreten willst. Mein Rätsel ist nämlich unglaublich schwer. Ja, dann komme ich später einfach nochmal hier, ne? Weil ich glaube... Haha. Was ist da sonst noch so? Ein Baumstumpf? Die Blitzer in den letzten Tagen haben ordentlich gewütet. Nö, hier ist so direkt mal nicht mehr viel, würde ich sagen. Wenn nicht, in den Kommentaren stehen wahrscheinlich gleich mal 10 Kommentare. Hey, du dummer Idiot, hast du was vergessen und da auch und da. Bei Sitter, man kann auf die verdammten Wurzeln hauen, wie man will. Ein paar Tage später krauen sie doch wieder auf dem Feld zu. Getreide, das ist komisch. Ach, wenn es so etwas gäbe, dass die Vögel von allein vom Feld verscheuchte. Ich habe keine Lust, bei diesem Wetter ständig Wache zu stehen. Tja, da gibt's leider nichts, ne? Du warst das jetzt? War ich da schon drin? Ein Umgrabungsarbeitsziel. Die Hacke lauert heimtückisch auf arbeitswillige Hände. Da gehe ich lieber weg, du. Was ist da drin? Der Kultur, ein Heilmittel? Alt, da geht's rein. Ah, ich hab's gesehen. Nee. Ihr Götter, wie aufregend! Ist ein Seil! Wozu soll das Nutze sein? Ein Heiltrank, cool. Das klauen wir erstmal wieder alles, wenn die Leute mir nur einfach zuschauen. Jedes Mal, wenn du in unser Haus kommst, fummelst du an den Würsten herum. Finger weg! Es gefällt also bereits auf! Es fällt also bereits auf. Es liegt was auf dem Tisch, aber ich kann es nicht anreden. Hau doch ordentlich rein, Equin! Wir wollen doch das! Psst! Ah ja, nochmal dasselbe. Speere gehören wohl mit zu den Kings, du auch. Hoffentlich bekommen wir das nie mit einem Feind zu tun, der richtige Waffen mit sie führt. Sieh, das Wunder wirkt jeden Tag. Jüngst hatte ich mich bei der Arbeit verletzt, aber ich musste nur ein wenig umherlaufen, schon heilte die Wunde. Ich hätte auch gerne eine Handvoll Mägde, die mir die Hausarbeit abnehmen. Ach, was wohl die Opa nur wieder hat.
Die Hochzeit steht bevor und die Braut vergräbt sich in der dunklen Ecke. Habe ich etwa gejammert, als man mich und ihren Vater damals verheiratet hat? Ich dachte, unsere große Tochter dächte etwas mehr an ihre Familie. Die Mitgift können sie doch sehen lassen. Mama kocht was ganz Besonderes. Meine große Schwester wird nämlich bald den alten Frovin heiraten. So alt ist Frovin noch gar nicht. Das wirkt nur so wegen seines grauen Bartes und der Glatze und den krummen Rücken und... Naja, er ist vielleicht doch kein junger Gott, aber er hat den größten Wurf der Gegend. Oh ja. Na, das ist für die Hochzeitsfeier bestimmt. Was? Seit wann muss man im Rollenspiel sowas beachten hier, du? Nur ein Krug voller Lederriemen für dieses und jenes. Es ist lange her, dass ich in dieser Gegend ein Fest gefeiert wurde. Soll ich dir zum Einstimmung eine Geschichte singen? Lass dein Lied hören! Ach ja, komm, mach mal. Vielmehr fasste er jetzt zu, förderst einen der Ruhenden und riss ihn rasch in zwei Stücke. Zerbiss sein Gebein, trank das Blut der Adern und schlang große Stücke. Schon hat er ganz des leblosen Leib verschlungen mit Füßen und Fäusten und führt er schreitend griff er jetzt nach dem großgeherzten Recken auf dem Ruhebett. Da reckt die Hand der... Hey, ist das ein passendes Lied für ein Hochzeitfest? Ich mag es einfach und nachher kann ich es ja wohl kaum singen. Was ist das denn noch? Das hängt in der Luft. Ich hab schon gebadet. Und nun komm, du alter Besen. Bist schon lange Knecht gewesen. Ich wusste doch, dass irgendwas mit diesem Zauberspruch nicht stimmt. Stör mich nicht. Ich kann das Kind endlich lohnend verheiraten. Da will jeder Schritt geplant sein. Wenn die Mitgefühl Lioba wirklich versprochen ausfällt, wird es in den Boxen bald sehr eng und laut. Kümmere dich um dies, kümmere dich um das. Alle sind mit der Hochzeit beschäftigt. Und ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Das ist doch etwas unter dem Stroh. Noch mehr Stroh? Nein, es sind bloß ein paar Stacheln. 5 Stacheln, yeah. Genau, was ich gewünscht habe. Bei Handhacken hängen für diejenigen bereit, die gerne gebückt arbeiten. Meistens hängen sie hier ziemlich lange. Sollt ihr nicht eigentlich etwas hängen? Seit kurzem verschwinden immer wieder irgendwelche Dinge. Bislang sind es nur Kleinigkeiten. Darum hat sich noch niemand um das Problem gekümmert. Soll ihr nicht eigentlich... Ja, bla bla. Kenner Jean, wisst ihr schon. Das wäre jetzt nicht noch Zimmer. Ein Dutzend Hornviecher. Wie bitte? Übst du zählen, Lioba? So viel bin ich wert, Waldrada. Gegen diese Mitgift hat mich mein Vater an den alten Frovin verschachert. Klag nicht, ist da eine gute Partie? Diese faltige Ungeheuer? Frovin ist doch mindestens dreimal so alt wie ich. Aber kümmert das Vater? Ha, der hat doch nur seine Herde im Kopf. Dann tauscht er noch mehr Mist gegen seine Tochter ein. Ach, du klingst wenig begeistert. Bei Sitter, natürlich nicht. Mein gebrechlicher Bräutigam ist schon auf dem Weg und bald bin ich mit einem Greis verheiratet. Mir wird schon ganz anders, wenn ich nur daran denke, was mir bald blüht. Die Hochzeitsnacht? Pfui, bei allen Dämonen des Gezackten. O Waldrada, du musst melden, du musst. Versprechen kann ich nichts, aber will sehen, was sich tun lässt. Das wird bestimmt eine schöne Hochzeitsnacht. Gunolf, hättest du wirklich für eine gute Idee, das Herz deiner Tochter ins Unglück zu stürzen? Was schwingst du dafür reden? Sieh doch, wie die letzten harten Winter meine Herde dezimierten. Dank Frovins mitgefüllt bald wieder das Brüllen und Blögen des Reichtums meiner Hallen. Dann habe wieder Wolle, Fleisch und Milch im Überfluss statt Hunger und Sorgen. Das Mädchen soll sich nicht so zieren. Wir haben sie von der Kindsbeine an umsorgt. Nun ist es an ihr, ihrer Familie etwas zurückzugeben. Du wiegst deine eigene Tochter mit dem Mist von Hornviechern auf, Kunolf? Das ist die härteste Währung, die ich kenne. Zwecklos, mit der Zeugsarbeit komme ich da nicht weiter. Ja, ach nein, nicht nochmal dasselbe. Ja, bla bla. Ja, kennen wir schon. Ach, was, Leo? Ja, das kennen wir auch schon. Nein, sagt nichts mehr Neues. Gut. Dann komme ich später nochmal. Vielleicht. Wenn ich noch Zeit habe.
Wenn man nicht oft ständig den Boot auflockert, bleiben auf die... Achso, die Ruben. Die Ruben? Klein. Okay. Rechts, links, runter. Links. Yeah. Ah, mein Gesicht, mein Gesicht! Was ist denn heute los? Was für ein Spaß! Oh. Puh, was für eine Strapaze! Ein Dorf, das an so schlechten Wegen liegt, kann nur arm sein. Kein Wunder, dass Kunus so an der Heirat interessiert ist. 12 meiner Tiere werden ihm gewiss helfen. Ist das nicht ein hoher Preis, Robin? Du machst aus Kunus einen reichen Mann. Hast du diese hübsche Nioba gesehen? Sie ist ein Stück viel wert. Zieh dich schon einmal auf dem Gehöft um. Ich muss noch ein wenig verschnaufen. Schließlich möchte ich noch nicht keuchen und jachsen vor meiner Braut reden. Am Ende denkt sie noch, ich wäre ein tapferer Greis. Was sie definitiv nicht ist. Nein, er, nicht sie, ja. Sieht er zum großen Schnauf. Oh ja, Schnauf. Genau, ich lese es vor, was er gerade macht. Bist du nur zu hier, um meine imponierende Gestalt zu beschaffen? Oder gibt's etwas Bestimmtes? Alt und anmaßen, da kann ich Leoba nur zu gut verstehen, wenn sie einen gesunden Widerwillen vor dir hegt. Ich dachte mir schon, dass das junge Ding noch nicht ganz überzeugt von meinem Vorzügen ist. Was soll's, der Vater ist von meinen Hornviechern umso mehr begeisterter. Und eins glaube mir, ein Schwätzchen an der Brücke wird mich ganz gewiss nicht umso umstimmen. Ja, ja. Was habe ich im weiteren Umland zu suchen? Mein Platz ist hier. Ja, das sagen sie am Anfang immer und dann geht's ja auf zur großen Reise und so. Ich habe den Speer. Ich weiß, Waldrader, ich habe die Schwingungen im Muster gespürt. Fluchen kannst du also, aber wie sieht es mit der Kunst des Tränkebrauens aus? Bist du in der Lage, auch etwas Wirksames als die läppischen Mittelchen zusammenzurühren? Ja, ja, spotte nur, Tanka. Wie oft habe ich euch gefragt, mir endlich einmal eines der wirkungsvollen Rezepte zu verraten. Und immer hieß es, ich sei noch nicht so weit. Pah! Jetzt ist es an der Zeit, dein Können auf die Probe zu stellen. Wir weihen dich in einen der heilsamen Tränke ein. Dann liegt es allein an dir, ob du ihn zu brauen verstehst. Ein der heilsamen Tränke? Was ist es? Ein Heiltrank? Oder sogar ein starker Heiltrank? Gegengift. Gegengift? Das ist doch der unscheinbarste aller Tränke. Ich dachte, ich lerne. Es ist eine heilsame Tränke. Zeige gefälligst Dankbarkeit, dass wir unser Wissen teilen. Danke. So ist es brav, Kindchen. Also gut, was muss ich tun? Für ein Gegengift benötigst du die zauberkräftige Alraune, 2 schallige Dunkelbeeren, 1 kräftigen Fliegenpilz und natürlich Branntwein. Zu braun, nicht zum Naschen! Rühre alles in deinem Kessel zusammen und bete zu Saffron, dass es gelingt. Ein guter Häckselkessel ist dein bester Gehilfe! Er spürt eine erfahrene Hexe und ist um ein Werk aus voller als die klobigen Bücher eines dieser Zauberer. Nur zu, geh an deinen Kessel und sieh, wie er nun auf dich reagiert. Und das für die künftige jeder Hexenkessel, der ein neues Wissen spürt. Also, du hast deine Aufgabe. Brauche ein Gegengift, Baldrada. Also, ich brauche noch... Heute noch... Schon Pilz? Nein, Pilz habe ich. Ich habe... Branntwein habe ich. Ich brauche noch so eine Alraune und was brauche ich noch? Dunkelbeeren hier, nicht? Es fehlt an Zutaten. Ach, da oben. Ich muss S drücken. Okay, Moment. Kann ich da was aus dem Schrank rausnehmen? Ist da was drin? Bla bla bla. Nö, nicht so wirklich, ne? Das wäre auch zu einfach. Walburga hat recht! Ja, das kennen wir schon. Ja. Ich stelle fest, hier gibt es nichts, was ich so einfach rausnehmen könnte. Gut zu wissen, dass bedarf ein völlig durchnässtes, fauliges Brett bereitsteht. Ja, man ist nie, wenn man fauliche durchnässte Bretter mal braucht. Und apropos faulige durchnässte Bretter. Ich könnte hier nochmal reinschauen. Sagt ihr immer noch dasselbe? Ja, der sagt immer noch dasselbe. Bla bla bla.
Naja, bla bla bla, also noch nicht. Und der andere ist jetzt auch irgendwo, wer weiß wohin gelaufen. Geht jetzt wahrscheinlich erstmal ein Bier holen oder so. Erstmal irgendwo wegtrinken und dann später behauptet er, er war verhext oder so. Ja, kenne ich schon. Alles gut. Gehen wir mal auf die Suche hier, nicht? Boah. Fällt mir ein, ich muss nachher noch was hochladen. Apropos hochladen, da wollte ich gleich noch was sagen und... Boah, wie konnte ich die das letzte Mal übersehen? Sie sind so offensichtlich. Zwei Dunkelbären, hey. Das war jetzt schwierig. Apropos hochladen, ich werde in Zukunft etwas weniger hochladen, denn ich schneide die Videos von... Oh, jetzt nur noch einer. Egal. Denn die Videos von Decent sind doch, ja, also wenn ich die da so vier Stück aneinander schneide, habe ich dann meistens immer so knapp 18, 19, 20 Minuten. Und da ich so faul bin, das alles so fein säuberlich zu schneiden, werde ich das dann einfach so rendern und dann hochladen. Bist du bereit für mein Rätsel, Menschlein? Stell es, Troll! Es hat keine Farbe, trotzdem kann man es sehen. Es wiegt nichts, aber jeder Gegenstand wird damit leichter. Ach du Scheiße. Boah. Pass es rein? Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Es hat keine Farbe. Kann ich mir die Frage nochmal stellen lassen? Schlaf ich allein? Ah, es hat keine Farbe, sonst kann man es sehen. Hä? Mit 4, 8, 10 Buchstaben? Hä? Trotzdem kann man es sehen, was hat denn keine Farbe? Wie geht's aber wieder gestehen wieder? Das erste, was mir einfällt, passt es wahrscheinlich zwar nicht, aber wenn ich das U finde.